Ja, hallo, hier ist wieder der Ralf und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich mir mal wieder ein neues Messer gegönnt, was ich euch vorstellen möchte. Und wenn ihr gespannt seid, was das für ein Messer ist, bleibt dran. Ja, wie ich schon erwähnt habe, habe ich mir wieder ein neues Messer gegönnt. Habe es bei AliExpress bestellt und es war relativ lang unterwegs. Jetzt ist es glücklicherweise gekommen und es ist wieder mal ein Messer von der Firma Dispatch. Ich weiß, ich habe euch schon einige Messer vorgestellt davon. Und zwar liegt es daran, dass ich finde, dass sie zu einem relativ günstigen Preis gute bis brauchbare Messer liefern. Ja. So. Dann packe ich mal aus das gute Stück für euch. Ui, relativ schwer auf. Ja, schauen wir mal, was die Kollegen da eingepackt haben. Ja, wenn ihr meinen Kanal verfolgt habt, kennt ihr das. Das ist das übliche Kärtchen, was die Firma beilegt. Stell ich mal rum. Der gleiche Text wie beim letzten Messer auch. Das Messer ist eingepackt nur in eine Folie und das war auch schon alles, was zum Lieferumfang zu sagen ist. So, jetzt wollen wir uns das Messer natürlich auch mal anschauen. Ja. Besonders gefallen an diesem Messer hat mir die Form. Es ist mir also optisch ins Auge gesprungen. Der Griff ist ein Mikata-Griff, ja, hat mit dieser orangen Absetzung oder mit dieser orangen Markierung oder mit diesem orangen Farbpoint hier, den man sagen möchte, wirklich eine sehr, sehr schöne Optik. Ja. Es ist auch von der Griffform nicht so ganz das Übliche, fasst sich sehr gut an. Es hat auf der Rückseite einen Clip. Ja, ist also, man könnte sagen, es ist sogar ein Deep Pocket Clip, ja, der also, wo das Messer fast ganz in der Tasche verschwindet. Ja. Was es natürlich auch hat, was mir immer sehr, sehr, sehr gut gefällt, ist, es hat ein Loch für ein Lanyard. Ja, ich liebe Messer mit einem Lanyard-Loch, das solltet ihr wissen, wenn ihr meinen Kanal verfolgt. Und das ist für mich eigentlich immer ein Kaufkriterium, mit der einen oder anderen Ausnahme vielleicht. Ich habe auch das eine oder andere Messer, wo keine Löcher drin sind, keine Lanyard-Löcher. Aber wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer ein Messer mit einem Lanyard-Loch. So, jetzt kommen wir aber zu dem Wichtigsten von dem Messer. Was hat das für eine Klinge? Allerdings muss ich vorher noch eine kleine Warnung geben, so schön wie dieses Messer ist, ja, leider dürft ihr es in Deutschland nicht führen, es ist nicht 42A konform und zwar aus folgendem Grund, es ist ein Einhandöffner. Ich demonstriere das mal kurz. Ja, okay, flippert jetzt nicht ganz so schön auf, ja, hat hier ein Liner Lock, probieren wir mal den Liner Lock zu lösen, oder geht relativ leicht zu lösen, das ist relativ gut. Vielleicht habe ich mich nur zu dumm angestellt beim Öffnen. Ich probiere das also mal nochmal hier. Ah, beim zweiten Mal wesentlich besser. Ja. Funktioniert sehr leichtgängig. Der Liner Lock ist auch sehr, sehr leichtgängig zu schließen. Ja. Ist also von der Handhabung ein sehr fantastisches Messer. Der Griff fühlt sich übrigens sehr, sehr gut an. Ja. Und die Klingenform ist jetzt etwas, ja, nicht ganz so die gewöhnliche Klingenform, aber ich glaube, man hat versucht, ich drehe das mal so, dann ist das besser, aus dieser kurzen Klinge relativ eine lange Schneidkante zu erzeugen. Ja, also, dass ich möglichst lange Fläche habe, um zu schneiden. Ja. Probieren wir mal kurz die Schärfe. Ja, nicht nachmachen, wenn ich das mache. Ich weiß, was ich tue.
Ja, die Schärfe fühlt sich relativ gut an und ich denke, es ist auch sofort einsatzfähig an der Stelle. Ja, vielleicht noch was zu den technischen Daten. Sende ich euch ein bisschen was ein. Die Grifflänge ist circa 10 mm und die Klingenlänge ist so circa 7,5 mm. Ja. Griffmaterial hatte ich bereits erwähnt, das Micarta. So, also die Stahlsorte blende ich euch dann oben ein. Ja. So, das soll es eigentlich schon mal soweit gewesen sein. Ja, als Typ des Messers preist Dispatch dieses Messer ja als auch als Outdoor-Messer an, aber für mich ist das eher ein Gentleman-Knife. Was man in der Brusttasche trägt und wo man mal bei Bedarf vielleicht das eine oder andere abschneiden kann, sein Paket öffnen kann oder was auch immer. Ja, in der Öffentlichkeit bitte nicht mitnehmen. Denkt daran, nicht 42A-konform. Leck mein Ja. Arsch. Aber ein sehr schönes Messer. Da sind unsere österreichischen Nachbarn besser dran. Die haben diesen komischen Paragraphen nicht. Grüße gehen raus an alle österreichischen Zuschauer an der Stelle. Ja. Wenn ihr so ein Messer haben wollt, viel Spaß damit beim Tragen in der Öffentlichkeit. Wir Deutschen, wir dürfen das leider nicht. So, das war es aber auch schon. Genug der Informationen. Ich werde es dann auch mal praktisch ausprobieren und vielleicht euch mal nochmal ein kleines Video machen, wie das Teil schneidet. Aber es ist eher so ein ja, nicht für den harten Einsatz gedacht, sondern eher ein schönes Messer, woran man sich erfreut und wo man auch mal eine Kleinigkeit mitmachen kann. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir bitte ein Like da. Vielleicht abonniert ihr auch den Kanal, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.